So, hallo zusammen. Jetzt sind wir hier bei der vierten Reihe. Hallo zusammen, hier ist wieder Steffen und wir sind jetzt hier bei dem vierten Video aus der Reihe für die Lipus. Und heute werde ich euch mal ein paar nützliche Gadgets zeigen, die vielleicht den meisten von euch noch gar nicht bekannt sind, dass es sowas gibt. Und damit kann man sich wirklich das Airsoft-Leben um einiges leichter machen. Hier liegen jetzt erstmal vier Teile. Das hier ist vielleicht etwas, was einige kennen. Das ist ein Lipo-Warner. Der funktioniert ganz einfach. Man steckt hier ein Lipo an mit dem Balancer-Anschluss. Kann man zum Beispiel auch machen, wenn das Ding in der Airsoft ist und man gerade damit spielt. Macht sogar eigentlich Sinn, sowas zu verwenden. Und der misst permanent die Spannung, auch von den einzelnen Zellen, wie beim Laden über den Balancer, was wir im letzten Video schon gesehen haben. Und wenn jetzt die Zellenspannung von einer Zelle zu weit nach unten droppt, dass man eben in Gefahr läuft, dass sich das Tiefen entlädt und der Akku kaputt geht, dann wird es eben unheimlich laut pfeifen. Das ist wirklich richtig penetrant laut. Und weil ich vorbildlich wie ich bin hier einen fast defekten Lipo dabei habe, kann ich euch das sogar mal zeigen. Muss man schauen, wie rum es hinpasst. Grundsätzlich kann man es eigentlich nicht falsch machen, wenn man es falsch rum ansteckt, wie ich jetzt hier, dann passiert nämlich gar nichts. Man kann es auch noch auf der falschen Seite anstecken. Oh. Ja, das war schon laut. Jetzt sieht man hier 3 Zellen Lipo, all 9,49 gesamt. Ja, und da man mich vermutlich nicht versteht, wenn das pfeift. Also, wenn das angeht, dann zeigt es erstmal, wie viele Zellen der Lipo hat. In dem Fall waren es eben 3. Und dann sagt er uns die Gesamtspannung, was bei 9,5 Volt lag. Ist jetzt erstmal noch überhaupt kein Problem. Damit sind wir bei einem 11,1er Lipo eigentlich noch, ja, in einem Bereich, der in Ordnung wäre. Dann hat er aber die einzelnen Zellen durchgemessen und hat dann auch direkt penetrant laut angefangen zu pfeifen und auch zu leuchten. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Symbol, dass oder ein Indikator, dass irgendwas nicht passt. Dann sollte man das Teil auf jeden Fall direkt von der Airsoft wegnehmen und schauen, ob das Teil heiß geworden ist. Ich meine, jetzt hier natürlich nicht, weil der hier nur rumliegt. Aber wenn ihr gerade damit gespielt habt, kann das schon sein, dass das Teil richtig heiß ist und man muss auch drauf schauen, ob der vielleicht nicht aufgebläht ist. Die blähen sich ziemlich gern mal auf. Das ist gar kein gutes Zeichen. Da muss man auch aufpassen, weil die können auch, nachdem man die abgesteckt hat, nach ein paar Minuten zum Beispiel noch Feuer fangen, hochgehen, alles Mögliche. Hier haben wir jetzt einen Lipo, der ist ein bisschen aufgebläht, also nicht nur ein bisschen, der ist ziemlich aufgebläht. Und ich weiß nicht, ob man es im Video richtig sieht. Ja, üblicherweise ist der hier so breit bis zu dieser Kante und das ist hier ziemlich viel dicker. Und das ist auch nicht nur, ja, so ein bisschen die Folie, die da absteht, sondern wenn man da zusammendrückt, ja, merkt man schon, da ist ein bisschen Druck dahinter und den sollte man so auf jeden Fall nicht mehr verwenden und entsorgen vernünftig. Werde ich auch demnächst machen, nach dem Video. Zurück zu diesem zum Glück nicht aufgeblähten Lipo, der aber auch schon ziemlich wenig Spannung zu haben scheint. Man kann den jetzt am Ladegerät balancen lassen, da wird er vermutlich wieder ordentlich geladen. Oder wenn man es hat, kann man zum Beispiel hier diesen Capacity Controller verwenden. Ist ein schönes kleines Gadget, kostet so 10, 12, 15 Euro, sowas in die Richtung. Weiß ich jetzt nicht ganz genau auswendig. Wir werden euch auf jeden Fall die ganzen Sachen verlinken, sodass ihr euch die kaufen oder anschauen könnt, was auch immer ihr machen wollt. Ja, das ist jetzt ein ähnliches System wie bei diesem ersten Warner. Man hat hier einfach eine Reihe mit Pins und kann den hier anstecken. Und ja, man steckt den eben ganz nach rechts nach oben und dann sieht man hier die Gesamtspannung. Haben jetzt hier angezeigt 9,475 Volt. Das ist insgesamt. Hier steht noch, wie voll der geladen ist. Das ist bei 1%, also das ist leer. Und man kann jetzt hier durchdrücken. Wenn ich jetzt hier auf Mode gehe, habe ich eben hier angezeigt, was der Unterschied von Max zu Mindest, das ist hier fast 0,3 Volt, ist schon ordentlich, was hier zwischen den Zellen für ein Unterschied ist. Also das ist die Zelle mit der höchsten Spannung gegenüber der Zelle mit der niedrigsten Spannung. Was ich euch im letzten Video erzählt habe beim Laden, also es ist nicht irgendein Mist, dass die Teile sich unterschiedlich entladen, sondern hier sieht man es, hier ist ein Unterschied von 0,3 Volt. Die höchste Zelle hat hier eine Spannung von 3,28 Volt und die niedrigste von 3 Volt. Also mit 3 Volt, da sind wir schon, ja, jetzt sind wir bei 2,9. Also wir sind hier in dem Bereich, wo es schon echt kritisch ist, dass das Teil sich bald mal tiefen entlädt. Mit dem Capacity Controller kann man Lipos sich anzeigen lassen, LiFePOs, Lilon, Akkus, also kann man sich einiges anzeigen lassen. Und ja, das ist ein ganz nettes Spielzeug.
Da kann man eben zum Beispiel direkt schauen, wo ist mein Problem, an was für einer Zelle liegt das. Und ich finde das relativ cool, habe das auch schon längere Zeit und lange in Verwendung gehabt, weil das eben keine Spannungsversorgung braucht und habe ich normal immer im Spielfeld dabei. Kürzlich habe ich mir beim Shoot Club dieses Teil hier besorgt. Das ist von Hobby King, wo auch die Lipos her sind. Und ja, das ist praktisch das hier in Premium. Wiegt ein bisschen mehr, ist minimal größer, wenn man es sich übereinander legt. Nicht so groß, damit man es nicht transportieren könnte, von dem her optimal. Und hier habe ich wie beim Lipo-Ladegerät auch die unterschiedlichen Buchsen. Also nicht einfach eine Reihe, wo ich die anstecke, sondern da stecke ich mir den Lipo in genau die passende Buchse eben ein. Wenn ich das hier mache, geht hier das Display ein. Und ich hoffe, man sieht es ordentlich auf der Kamera, weil das, ja gut, man sieht das richtig auf der Kamera sehr gut. Und jetzt sehe ich hier, ist ein 3S-Lipo, sehe ich erstmal daran, dass hier drei Spannungen übereinander stehen und auch daran, dass hier drei so kleine Blöcke sind. Und hier ist mir jetzt eben die Spannung von den Zellen aufgeschlüsselt. Also man sieht hier, die eine hat 2,9, wie wir gerade gesehen haben, eine mit 3,16 und die höchste mit 3,28. Deckt sich mit dem, was das andere gemessen hat. Und hier unten haben wir die totale Spannung. Also, ja, das ist ganz cool. Hier sieht man alles auf einen Blick, ist ein bisschen besser aufgeschlüsselt. Und was noch kann, zeige ich euch mal in einem anderen Lipo. Das ist jetzt eben wieder ein 3S-Lipo. Sieht man auch wieder hier. Das funktioniert auch mit einem 2S-Lipo und bis 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Also bis 6S könnt ihr das hier messen. Ihr habt hier noch Anschlussmöglichkeiten für das für die Batterie von Modellflugzeugen vom Empfänger zum Beispiel. Für uns vermutlich eher irrelevant, aber ist eben auch so ein Teil, das aus dem Modellbau kommt. Und hier sehen wir, wir haben jetzt hier nicht irgendwo 2,9 Volt, sondern der ist voll geladen. Der ist bei 4,18 Volt, 4,17 Volt und 4,15 Volt. Da ist jetzt der Unterschied auch minimal, also das wäre überhaupt kein Problem. Und wir sind gesamt bei 12,5 Volt. Die Spannung ist jetzt natürlich noch nicht ganz angeglichen und wenn man das jetzt balancen will, muss man dafür nicht bis zu seinem Ladegerät nach Hause gehen, sondern man hat jetzt hier auch einfach die Möglichkeit, über den Balance-Modus auf den Balance-Knopf zu drücken. Dann bekommt man hier diese schöne Waage, die einem sagt, es balanced gerade, und jetzt gleicht er eben die Spannungen aneinander an. Das Teil kann natürlich nicht laden, das heißt, er lädt jetzt nicht den mit 4,15 Volt hoch, sondern er entlädt die beiden anderen so weit, bis es auf dem niedrigsten Niveau ist. Kann man ganz einfach canceln über den Cancel-Knopf. Und wenn man dann nochmal drückt, kommt man auch in die Einstellungen. Da sieht man Balance Voltage Limit, dass man sagen kann, der soll nur balancen bis 4,2 Volt runter. Und ja, kann man hier einstellen über die Pfeiltasten. Wenn man zum Beispiel sagt, mein Lipo hat 3,7 Volt und ich möchte ihn balancen, die niedrigste Spannung liegt bei 3,6 Volt, dann stelle ich hier 3,6 Volt ein. Und das letzte ganz schnell, unsere Kameras werden leer. Nee, kleiner Spaß. Also, das hier ist wirklich ultimativ praktisch. Gerade für Ivan sollte das super wichtig sein, weil sein Handy war zumindest bisher immer leer. Jetzt hat er ein neues Handy hier. Also, hoffentlich hat er jetzt nicht mehr so häufig Probleme. Aber trotz allem, die meisten kennen es, man ist auf dem Spielfeld, man hat 10 Lipos dabei für seine Waffen und ja, keine Powerbank fürs Handy oder die Powerbank ist leer, weil man 5 GoPros damit laden musste fürs Spielen. Jedenfalls, Handy so gut wie tot, Lipos für die Waffen hätte man noch, kacke. Naja, hier dieses Teil kostet auch ungefähr einen Zehner und ist wirklich super praktisch. Ich kann hier nämlich mein Lipo anstecken, das zeigt mir auch schon die Spannung vom Lipo an. Und dann habe ich hier einen USB-Ausgang. USB-Ausgang kennt man so, steckt man sein Ladekabel für das Handy an. Zum Beispiel kann man hiermit auch eine GoPro laden oder alles, was man eben über USB lädt. Und jetzt stecken wir hier Ivans Handy an. Und siehe da, es lädt. Das ist eine echt coole Sache. Das geht hier natürlich auch mit anderen Lipos als einem 11.1er, wie ich hier habe. Man kann das auch mit einem 7.4er machen. Wichtig ist, der Lipo muss mehr als 5 Volt haben, weil 5 Volt hat USB. Ja, also 7.4er geht, 11.1er geht, es geht auf jeden Fall um 4S-Lipo. Wie weit es nach oben geht, weiß ich gar nicht. Müsste man in die Beschreibung stehen, steht auf jeden Fall drin. Die habe ich gemacht. Das ist eine coole Sache. Damit kann man sein Handy laden, seine Kameras, was auch immer, was man dabei hat. Und so kann man die Lipos auch nochmal gut fremdverwenden, wenn man sie nicht fürs Spielen verwendet hat. Und zumindest ich habe 10.000 unterschiedliche Lipos.
So, das war eigentlich alles, was man über die Lipos sagen konnte, oder zumindest was uns bisher eingefallen ist. Wichtig auch, wenn ihr die Teile zum Spielfeld transportiert, packt ihr auch hier eine Lipo Safety Box. Passt auf, die Lipos sind sehr empfindlich gegen mechanische Beschädigung und es ist uns schon mal passiert, dass uns eine Waffe abgebrannt ist, weil ein Lipo einen Kurzschluss hatte in der Waffe. Das ist gar nicht mal so cool. Könnt ihr gerne mal Ivan fragen, wenn ihr ihn trefft. Also, war das. Gut. Mit meiner Waffe. Gut, sie sind sich uneinig. Auf jeden Fall war es ziemlich lustig, als es aus der Waffe auf einmal ziemlich stark geraucht hat und man sich gefragt hat, was da denn los ist. Deshalb beim Transport Lipo Safety Boxen und ja, wenn der Schaft nicht drauf geht auf die Waffe, weil der Lipo zu groß ist, dann nicht draufprügeln, sondern lieber mal schauen, weil, ne, kann schief gehen. Und danach ist das Geschrei groß, wenn die Waffe gebrannt hat. Damit sind wir durch mit der Lipo-Reihe. Ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und euch haben die Videos gefallen. Ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte auch hier einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal.